So, liebe Journalistinnen und Journalisten, ich hoffe, Sie hören mich zumindest. Wir kriegen das mit Herrn Mertens gleich sicherlich noch hin. Ich starte einfach schon mal inhaltlich in das Pressbriefing. Und zwar, Impfstoffe gegen Covid-19 dominieren ja jetzt nicht erst seit Beginn der Impfung in Deutschland, also kurz nach den Weihnachtsfeiertagen, die politische und mediale Agenda. Die Schuld an scheinbar zu wenig Impfstoff wird hier hin und her geschoben in der Politik oder auch in den Medien. Auf vielen Wegen wird derzeit versucht, schneller mehr Menschen gegen Covid-19 impfen zu können. Dabei werden ganz neue Ideen diskutiert, wie dieser Impfstoffknappheit entgegengewirkt werden kann. Mittlerweile dürfen zum Beispiel nach der EMA-Zustimmung auch 6 statt den anfänglich nur empfohlenen 5 Dosen aus einem Impfstofffläschchen entnommen werden. Eine weitere breit diskutierte Idee, die zuerst von einem Gremium in dem Vereinigten Königreich aufgeworfen wurde, war es, die zweite Impfung zu verzögern, also die zweite Dosis zu verzögern, um mehr Menschen mit einer ersten versorgen zu können. Die Ständige Impfkommission hat nun am Freitag überarbeitete Empfehlungen zur Covid-19-Impfung veröffentlicht. Sie spricht sich dagegen aus, die zweite Dosis zu verzögern. Es sollte so geimpft werden, wie es in Zulassungsstudien der RNA-Impfstoffe von BioNTech und Moderna untersucht wurde. Mit Experten möchten wir heute diese aktualisierten Empfehlungen und weitere Punkte zur Impfung gegen Covid-19 besprechen. Sie können Ihre Fragen wie immer bei uns auch jetzt schon in den Chat posten, hat auch, glaube ich, schon jemand gemacht. Bitte mit der Funktion an alle Teilnehmer, dann sieht nämlich meine Kollegin, die dort im Chat ist, sie auch und kann sie an mich weiterreichen, diese Fragen. Eigentlich wollte ich gerne mit Herrn Mertens mit einer Eingangsfrage beginnen. Jetzt ist der nur leider auch noch nicht wieder aufgetaucht. Dann improvisiere ich einfach mal ein bisschen. Und zwar, Herr Krammer, schön, dass Sie da sind. Ich möchte Sie gerne begrüßen. Das ist Professor Dr. Florian Krammer. Er ist Professor of Vaccinology am Department for Microbiology an der Icahn School of Medicine in Mount Sinai. Also Sie sitzen in New York. Es ist 6 Uhr morgens bei Ihnen. Vielen Dank, dass Sie sich so früh die Zeit nehmen, hier zu uns zu kommen. Also es ist ja so, dass die STIKO sich jetzt dagegen ausgesprochen hat, obwohl es ja durchaus Hinweise gibt, dass die Wirksamkeit auch nach 2 Wochen nach der ersten Dosis schon relativ hoch ist, also eben eine Reaktion da ist und das Immunsystem reagiert. Aber ein Argument auf Seiten der Virologie und eben auch von Ihnen ist, dass es eben dass dieser Schutz noch nicht dazu beitragen könnte, nein, Moment, dass eben schneller weitere Mutationen angehäuft werden, wenn der Schutz noch nicht optimal ist oder eben das Virus noch weitergegeben werden kann. Nach der ersten Dosis. Also so richtig verstehe ich das Argument noch nicht, wie Sie vielleicht merken. Deswegen würde ich sagen, können Sie dieses Argument noch mal eben erklären, was Sie auch auf Twitter eben propagiert haben, sage ich mal. Also eines erhöhten Selektionsdruck durch nur eine Impfung. Guten Morgen. Natürlich, wir sehen, dass nach einer Impfung für beide Impfstoffe, für Pfizer und Moderna, schon ein Impfschutz besteht. Also man sieht, dass ungefähr nach 10 bis 14 Tagen die Zahl der Fälle in der Gruppe der Geimpften zurückgegangen ist in diesen Phase-3-Studien. Und das war, bevor eben die zweite Impfung verabreicht wurde. Das ist bei Pfizer nach 3 Wochen, bei Moderna nach 4 Wochen. Wir wissen aber auch, dass die Anzahl oder die Titer der neutralisierenden Antikörper, die man eben in diesen Leuten nach der ersten Impfung findet, sehr gering sind. Viele davon haben nicht mal detektierbare neutralisierende Antikörpertiter. Wir wissen auch, dass vor allem nach der ersten Impfung es nach wie vor zu asymptomatischen Infektionen kommt. Wir wissen das zum Beispiel von der Moderna-Studie. Die haben im Prinzip PCR-Tests vor der zweiten Impfung durchgeführt und durchaus noch Patienten oder Individuen gefunden, die asymptomatische Infektionen hatten. Und was das Problem sein könnte, und es ist schwierig zu quantifizieren, wie groß das Problem wirklich ist, ist, wenn jemand niedrige Antikörpertiter hat und dann infiziert wird und zwar keine Symptome entwickelt, aber das Virus für einige Zeit replizieren kann, dann können diese neutralisierenden Antikörper, die eben in einer geringen Anzahl vorhanden sind, Varianten selektieren. Und das kann dazu führen, dass es eben zu Virusvarianten kommt, die resistenter gegen diese neutralisierenden Antikörper sind. Und wenn man eben diesen Abstand hinauszögert zur zweiten Impfung und nach der zweiten Impfung bekommt man wahnsinnig hohe Titer an neutralisierenden Antikörpern, dann erhöht man natürlich auch das Risiko, dass das passiert. Man kann das nicht quantifizieren. Wenn das Risiko sehr klein ist und man das vierfach erhöht, ist das vielleicht gar kein Problem. Aber das Risiko könnte relativ hoch sein, vor allem wenn es viele Infektionen in der Bevölkerung gibt. Und
solche Varianten könnten nicht nur für Deutschland zum Problem werden, sondern global zum Problem werden und könnten auch zum Problem für viele der Impfstoffkandidaten werden. Und ich glaube, das Risiko sollte man einfach nicht eingehen. Also das heißt, das ist auch nicht zu vergleichen mit dem Risiko, weil das finde ich immer ist ja noch so ein Argument auf der Gegenseite. Wenn ich jetzt mehr Menschen mit einer ersten Dosis verimpfen kann, dann habe ich ja quasi mehr geschütztes Publikum oder mehr geschützte Bevölkerung. Und ich müsste ja das Risiko, was Sie gerade erwähnen, damit eben vergleichen, wie das Risiko ist dadurch, dass die Pandemie noch weiter an Fahrt gewinnt und eben noch mehr Menschen ungeschützt bleiben. Also das muss man ja eben so ein bisschen gegeneinander abwägen, weil auch die natürliche Verbreitung gibt ja eine Art Druck oder Chance, weitere Mutationen hervorzubringen, oder nicht? Natürlich. Und das ist eben schwer, diese beiden Risiken einzuschätzen. Allerdings sieht man auch, dass momentan mehr Impfstoff vorhanden ist, als verimpft wird. Also vielleicht sollte man mal das Problem lösen, dass man den Impfstoff, der vorhanden ist, in der Art und Weise, wie er in der Phase 3 getestet wird, an den Mann bringt und sich dann überlegt, ob man jetzt noch zusätzliche Dosen braucht und ob man das Impfschema wechselt. Eine andere Frage, die eben diskutiert wurde, ist, ob man für Moderna, die ja 100 Mikrogramm RNA in der Impfung haben, die Dosis halbieren sollte. Und während es dazu keine Daten gibt, weiß man aus Phase 2 und Phase 1 von Moderna, dass 25 Mikrogramm, also ein Viertel der Dosis, die jetzt verwendet wird, nach wie vor sehr gute Immunantworten induziert, auch neutralisierende Antikörper. Also wenn man schon solche Sachen überlegt, glaube ich, wäre eine Dosisreduktion der bessere Weg. Allerdings braucht man dazu Daten. Diese Impfstoffe sind auf eine gewisse Art und Weise zugelassen worden. Die sollten so verwendet werden. Und wenn man da etwas verändern will, dann sollte man die Daten generieren, um sagen zu können, naja, was wir jetzt machen, macht auch Sinn und ist wissenschaftlich sinnvoll. Ich glaube, man sollte da nicht einfach Dinge ändern, ohne zu wissen, welche Auswirkungen die haben können. Ja, das ist auch eine Sache, da würde ich gleich nochmal gerne drauf eingehen. Herr Mertens, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie, ich sehe Hervorragend. Sie. Hallo, willkommen. Ich habe jetzt gerade kurz mit Herrn Kramer angefangen. Ich habe mal ein bisschen improvisiert, aber jetzt würde ich direkt Sie mal mit reinnehmen, wenn das für Sie in Ordnung ist. Also ich würde gerne einmal vorstellen, das ist Professor Dr. Thomas Mertens, ehemaliger ärztlicher Direktor des Instituts für Virologie am Uniklinikum Ulm und Sie sind Vorsitzender der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut, die ja nun die Empfehlung herausgegeben haben. Jetzt sind wir gerade mit Herrn Kramer schon ein bisschen eingestiegen, aber trotzdem würde mich Ihre Sichtweise nochmal interessieren. Sie haben ja in der Empfehlung auch Post-Hoc-Analysen veröffentlicht, dass nach einer ersten Dosis auch schon, also 2 Wochen nach der ersten Dosis, aber vor der zweiten Dosis schon 92,6% beim BioNTech-Impfstoff und 94,1% beim Moderna-Impfstoff an Wirksamkeit zu errechnen waren. Das hat aber trotzdem nicht gereicht, dass Sie eine Anpassung des Impfschemas empfehlen. Warum nicht? Etwas überspitzt gefragt. Nein, das ist nicht überspitzt, das ist schon okay. Das haben wir uns auch gefragt. Also das hängt damit zusammen, dass der Zeitraum, für den diese Aussage gemacht werden kann, eben extrem kurz ist. Und das reicht nicht aus, um jetzt etwas über die Dauerimmunität gegen Erkrankung, gerade bei älteren Menschen, zu sagen. Denn es ist ja so, wir wissen aus anderen, nicht aus dieser Phase-3-Studie, aber aus vorherigen Studien, dass die Antikörper Antworten nach der ersten und zweiten Dosis erheblich unterschiedlich sind, also Faktor 10 bis 20. Und wir wissen ja auch von anderen Impfungen, also ganz speziell zum Beispiel bei der Hepatitis B, dass die Antikörper ja mit einer gewissen Kinetik sozusagen abfallen. Und so ist eben zu befürchten, dass die Antikörper auch nach dieser ersten Impfung bei den älteren Menschen relativ rasch abfallen könnten. Das ist einer der Gründe. Und das ist sozusagen die direkte Antwort auf Ihre Frage. Wir wissen zwar durch die Nachrechnung, die nicht wir als Erste gemacht haben, sondern Sie wissen, das ist ja auch mittlerweile publiziert worden, dass tatsächlich dieser Schutzeffekt gut zu sein scheint nach der ersten Impfung. Aber erstens sind es relativ wenig Erkrankungsfälle natürlich und zweitens sind es vor allen Dingen eben sehr, sehr kurze Zeiträume, für die diese Aussage jetzt nur gemacht werden kann. Und es ist ja so, wir als STIKO haben ja eine etwas andere Sicht auf die Dinge. Unser oberstes Gebot ist, wir können nur etwas generell empfehlen, was gesichert wirksam und gesichert sicher ist. Und beides ist in dem Fall nicht gegeben. Kommen ja noch andere Argumente hinzu, wie die Möglichkeit eventuell der Selektion von gerade letztendlich immun
Mutanten und also es gibt eine ganze Reihe von Argumenten dann, warum wir letztendlich uns nicht durchringen konnten, auf jetzt da eine Veränderung über den Zeitraum hinauszugeben, der durch die Zulassungsstudie praktisch abgedeckt ist. Sie sprechen jetzt schon einige Argumente, genau, Sie sprechen jetzt schon einige Argumente an, die wir gerade noch gewählt haben. Dass wir uns ja sehr hüten müssen, eine Empfehlung abzugeben, die nicht durch die Zulassung gedeckt ist, was ja auch noch unter anderem rechtliche Probleme nach sich führt. Also ich glaube, das war das Einzige, was man in der Situation wirklich vernünftigerweise machen konnte. Da hätte ich gleich eine Nachfrage noch. Und zwar, Sie hatten sich ja auf unsere als SMC erste sehr frühe Anfrage, als das so gerade aufkam, die Idee in UK, geäußert, ja, ist überlegenswert, war, glaube ich, Ihr O-Ton. Und Sie sind ja jetzt eben mit der gesamten STIKO zu einer anderen Entscheidung gekommen. Und da kamen jetzt auch schon erste Nachfragen von Journalisten, was genau, welche Argumente haben Sie denn da bewogen, zuerst zu sagen, wäre überlegenswert und jetzt eben, nee, doch nicht. Naja, letztendlich, ich habe das genauso gesagt, wie Sie sagen, und Sie zitieren mich richtig, das haben andere nicht gemacht, aber ich habe gesagt, es ist überlegenswert oder die Experten sollen das überlegen, das haben die jetzt getan und dann habe ich im Konjunktiv gesagt, es könnte sinnvoll sein und das war natürlich ausgehend von der Überlegung, dass man eben wenig Impfstoff jetzt derzeit hat, dass es auch eben zum Beispiel in UK schon weit fortgeschrittene Überlegungen gab, dahin zu gehen. Und dann haben wir das wirklich sehr intensiv, die ganzen Daten, die es gibt, auf den Prüfstand gestellt und diskutiert und sind dann als STIKO eben nach dem Überlegen, was ich ja angefordert hatte, zu dieser Entscheidung gekommen. Mhm. Eine Aussage war eigentlich auch so gedacht und das hat ja auch letztlich insoweit funktioniert, dass ich sagen wollte, die STIKO sind nicht die Letzten, die solche Überlegungen anstellen oder von solchen Dingen erfahren. Und insofern ist es eigentlich keine Änderung meiner Meinung, sondern es ist nur sozusagen dann das gemacht worden, was ich angekündigt hatte, nämlich die Überlegung dazu. Mhm. Vielen Dank erstmal. Jetzt würde ich gerne nochmal den dritten Experten im Bunde vorstellen. Und zwar ist das Professor Dr. Hartmut Hengel. Er ist Lehrstuhlinhaber und Leiter des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum in Freiburg. Herr Hengel, Sie sind zwar auch Virologe, aber beschäftigen sich ja so ein bisschen aus der immunologischen Perspektive vielleicht auch mit dem Thema. Und dieses Antikörperargument ist ja durchaus ein immunologisches, was gerade kam, dass die Titer sehr schnell abfallen, dass man da nochmal mit dem Booster drauf müsste, damit die Immunreaktion gut ist, viele neutralisierende Antikörper entstehen. Aber es gab ja auch zum Beispiel, die Gesellschaft für Immunologie hat das Vorgehen eigentlich für gut geheißen und hat gesagt, ja, könnte man schon machen, wenn es denn, also obwohl sie auch gesagt haben, es gibt da eigentlich keine vernünftige Datengrundlage für, sie empfehlen es aber trotzdem. Inwiefern können Sie denn jetzt die Entscheidung oder die Empfehlung der STIKO nachvollziehen und sind die Diskussionen damit vorerst erstmal abgeschlossen? Ja, vielen Dank. Ich möchte mich eigentlich meinen Mitdiskutanten und Vorrednern vorbehaltlos anschließen. Ich sehe es genauso wie Herr Krammer und Herr Mertens und kann vielleicht nur noch für die Immunologie kommentieren, obwohl ich ja an diesem Paper gar nicht beteiligt war, dass die Immunologen extrem vorsichtig waren. Sie haben Tag 60 gesagt statt 42. Also sie haben sich nicht jetzt weit exponiert in diese Richtung. Und ich glaube, von daher, ob man jetzt über Tag 42 oder 60 diskutiert, das ist am Ende, glaube ich, wenn man jetzt an die Impfstoffallokation denkt, eigentlich dann nicht mehr relevant. Und deswegen denke ich, es spricht vieles dafür, dass man wirklich entsprechend auch der regulatorischen Vorgaben so verfährt, wie die Zulassung es sagt und wie es in den Zulassungsstudien letztlich begründet ist. Und die Vorgaben der Zulassungsdaten und der Zulassungsstudien zu verlassen, ist eigentlich sozusagen gegen die guten Regeln. Und ob man jetzt gerade in der Pandemie sozusagen das tun sollte, das kann man da wirklich kritisch sehen. Und von daher gibt es, glaube ich, zwischen uns drei da keinen Dissens. Sie haben gerade eben die Zulassungsdaten angeschlossen. Herr Menz, darf ich vielleicht kurz eine Frage stellen? Und zwar, da in der STIKO-Empfehlung sind ja auch die 42 Tage genannt, statt der 60, haben Sie jetzt gerade schon kurz angesprochen, Herr Hengel. Haben Sie die Daten vor Augen? Woher kommen genau diese 42? Weil jetzt zum Beispiel in den USA wird ja immer von den 21 und 28 jeweils nach Impfstoff unterschiedlich gesprochen. Herr Menz, woher kommen die 42 Tage?
Das ist ja was ganz anderes. Die 21 und 28 sind die Mindestabstände. Die stehen ja bei uns auch drin. Das ist eine andere Geschichte. Die 42 stehen in den Unterlagen, die als, mit der Zulassung eingereicht worden sind. Und das ist ein anderer Zeitraum. Also die 21, 28 sind der Mindestabstand zwischen den beiden Impfungen jetzt für BioNTech und Moderna. Und die 42 sind tatsächlich der Maximalzeitraum, der jetzt bis zum Erreichen der zweiten Impfung angegeben worden ist. Auch da könnte man einen gewissen Unterschied zwischen BioNTech und Moderna sehen. Das sind wenige Tage Unterschied, aber das haben wir jetzt auch deshalb nicht gemacht, weil erstens zum Zeitpunkt der Empfehlung der Moderna-Impfstoff nicht zugelassen war, noch nicht zugelassen war, und zweitens, weil das die Dinge auch sehr kompliziert macht und auch das Preis sich jetzt endlich ja auf die 42 Tage jetzt zurückgezogen hat. Mhm. Herr Krammer, Sie hatten eine Idee auf Twitter, wie man trotzdem noch die Impfstoffe ein bisschen vermehren kann oder besser gesagt mehr Impfungen daraus holen kann. Und zwar, dass eben die Leute, die schon eine natürliche Infektion hatten, quasi eine Boosterimpfung bekommen, also nur eine Dosis, weil sie ja schon einmal geprimed wurden, sage ich mal, von einer natürlichen Infektion. Herr Mertens, Herr Hengel, haben Sie darüber schon mal nachgedacht? Haben Sie darüber diskutiert? Sie nicken schon ganz euphorisch, Herr Mertens. Ja, was heißt euphorisch? Ich bin ja halb Italiener, ich bin also temperamentvoll. Klar haben wir darüber nachgedacht. Und es ist ja so, dass die STIKO-Empfehlung jetzt erstmal die Leute, die eine gesicherte Infektion durchgemacht haben, zurückstellt. Das haben wir ganz bewusst gemacht. Erstens mal glauben wir, dass die jetzt im Augenblick akut nicht in der ersten Linie geimpft werden sollten. Wir haben aber auch reingeschrieben, und das stimmt ja mit dem, was Herr Krammer gesagt hat, dass wir uns in der nächsten Aktualisierung sozusagen dazu äußern werden, wenn hoffentlich auch ein paar Daten sind, nach welchem Zeitraum wir das für sinnvoll halten. Und dann kann man sowas natürlich sehr diskutieren, ob man einen Booster macht. Man muss ja immer bedenken, wir wollen ja nicht nur Antikörper erreichen, sondern Sie sagten es, wir wollen vor allen Dingen neutralisierende Antikörper erreichen. Also wir wollen die Immunität ja auch in eine ganz bestimmte Richtung primen. Und das ist, um das zu sagen, ja auch einer der Gründe, warum wir jetzt auf keinen Fall sagen, dass man einfach Impfstoffe austauschen kann. Und das passt, glaube ich, hier in diese Diskussion auch mit rein. Und da brauchen wir einfach Daten. Und ich stimme Herrn Krammer im Prinzip zu. Es könnte durchaus sein, dass nach einer gesicherten Infektion ein einziger Booster ausreicht. Aber wie gesagt, auch da brauchen wir irgendwelche Daten letztendlich. Und das ist immer das Problem. Wenn Sie es ansprechen, wie sammeln wir die denn jetzt? Welche Daten gilt es denn zu sammeln? Also wäre es nicht möglich, zum Beispiel jetzt im Rahmen einer klinischen Studie trotzdem diese zweite Impfdosis irgendwie zu verzögern, um kontrolliert zu erheben, was denn passiert, wenn wir das machen würden? Herr Krammer oder Herr Hengel, ist da was irgendwie in der Diskussion? Welche klinischen Studien sollten wir jetzt machen? Ich glaube, ich kann das ansprechen. Also wir haben mittlerweile Studien begonnen, die haben schon im April begonnen, wo wir Leute, die eben Antikörper auf natürliche Art und Weise bekommen haben, über Zeit folgen und eben auch Leute, die noch keine Infektion hatten, und die werden jetzt natürlich alle geimpft. Und wir sollten in den nächsten 2 Wochen Daten zur Immunantwort nach der ersten Impfung von Leuten, die schon eben eine Immunität gegen SARS-CoV-2 haben, beziehungsweise die keine hatten, zur Verfügung haben. Und dann kann man sich das mal anschauen. Ich glaube, da wird es dann vermutlich mehr Studien geben müssen. Aber wenn man sieht, dass eine einzige Impfung im Fall von jemandem, der schon eine SARS-CoV-2-Infektion hatte, wie eine Boosterdosis agiert, dann kann man sich das schon überlegen. Natürlich braucht man, wir reden in unserem Fall von einigen 100 Personen, da braucht man wahrscheinlich mehr Daten. Und wenn man Daten in mehr Leuten erheben kann, kann man das vielleicht ändern. Ich habe nicht dazu aufgerufen, dass man das jetzt einfach macht. Ich habe dazu aufgerufen, dass man Daten sammelt, damit man da eben eine Grundlage hat, auf deren Basis man dann Entscheidungen treffen kann. Aber bei uns ist es eben so, wir impfen jetzt das Spitalspersonal zuerst, und natürlich haben wir viele Mitarbeiter, die eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht hatten. Und in den USA ist ja die Empfehlung, dass man eigentlich auch Leute, die schon eine Infektion hatten, impft, ohne jetzt
irgendwelche Unterschiede zu machen, was den Antikörperstatus betrifft. Also wir versuchen die Daten oder erste Daten in den nächsten paar Wochen dazu zu bekommen und dann kann man sich das vielleicht überlegen. Wäre es denn sinnvoll, vor einer Impfung zu testen, wie der Antikörperspiegel ist? Wenn man jetzt nicht weiß, man kann ja auch asymptomatisch infiziert worden sein. Wäre das sinnvoll? Macht ja, glaube ich, gerade keiner, ne? Naja, das ist einer der Gründe, warum die Impfung in den USA unabhängig vom Antikörper- oder Infektionsstatus empfohlen wird. Es ist sehr kompliziert. Man müsste Leute testen und die dann zurückholen und denen sagen, naja, sie hatten schon eine Infektion, sie hatten keine Infektion, sie kriegen jetzt eine Dosis, sie kriegen zwei Dosen. Ich glaube, in den USA versuchen wir 330 Millionen Menschen zu impfen. Das ist nicht so einfach. Und ich glaube, die Idee war dann, dass das zu kompliziert ist. Aber gerade im Gesundheitsbereich, im Spital, wo viele Leute wissen, ob sie infiziert waren oder ihren Antikörpertiter wissen, wäre das leichter umzusetzen. Jetzt ist Sam Mertens kurz wieder weg. Wir sollten gerade eine Frage an ihn richten. Jetzt ist wieder weg. Okay, es kommen aus dem Chat, aber Herr Hengel, vielleicht können Sie da auch helfen. Es kommen noch viele Nachfragen zum Abstand zwischen Dosis 1 und 2. Jetzt ist ja die STIKO-Empfehlung, ich will nicht sagen, nein, eigentlich ist sie nicht schwammig, sie sagt genauso, wie es in den Zulassungsstudien ist. Warum empfiehlt man jetzt in den Impfzentren 3 Wochen? Also es ist wohl so, dass eben der zweite Termin dann nach 3 Wochen gemacht wird. Warum könnte man da nicht auch die 42 Tage nehmen, wenn das ja eben, sagen wir mal, ausgereizt werden könnte? Diese Möglichkeit ist ja bereits eröffnet und allerdings erst von vorhin Freitag. Also ich weiß nicht, wie weit das durchgesickert ist. Im Prinzip ist das möglich. Okay, sehr gut. Eigentlich hervorragend. Gut, dass Sie geantwortet haben. Eigentlich war die Frage an den Hengel gerichtet, aber kein Problem, Herr Wenz. Ich denke persönlich, so wie es in vielen Impfzentren momentan läuft, ist es sicher auch so, dass man so eine Flexibilität braucht, weil die Lieferungen gar nicht immer so zuverlässig eintreffen. Herr Hengel, vielleicht eine Frage, die mich umgetrieben hat, weil viele Lokaljournalisten schon darüber berichtet haben. Aus Altenheimen machen so ein paar Nachrichten die Runde, dass eben sich Menschen nach einer Impfung nochmal infiziert haben, nachweislich. Und ich habe jetzt gelesen von den Berichten, das ist alles sehr schwammig, weil es halt auch Medienberichte keine Erhebungen sind, aber dass es ungefähr so 7 Tage nach der ersten Impfdosis aufgetreten sind, diese Infektionen. Wie schätzen Sie die Situation da ein? Also was wissen wir genau in diesem Zeitraum über die Infektion und über die Wirksamkeit der Impfung? Wie lange muss man da warten? Also ich kenne diese Berichte nicht und weiß nicht, wie gut die recherchiert sind, aber ich glaube, es würde jetzt keinen Vakzinologen überraschen, dass das natürlich grundsätzlich möglich ist. Nach 7 Tagen gibt es noch keinen zuverlässigen Schutz und von daher ist das sicher eine Möglichkeit, mit der man momentan natürlich auch rechnen muss. Also das ist sicher im Bereich dessen, was man erwarten muss. Dann kommt eine Frage von außen, gebe ich einfach mal in die Runde, wer möchte, darf gerne antworten. Geben die Studiendaten auch die Möglichkeit einer altersabhängig unterschiedlichen Dosierung her, da doch Ältere grundsätzlich bei Impfung oft höhere Dosen brauchen, um eben eine gute Immunantwort hinzukriegen? Ist das im Zulassungsantrag Thema gewesen? Also ich weiß nicht, soll ich antworten? In die Runde, wer möchte? Herr Mertens, gerne. Also im Zulassungsantrag ist das nicht Thema gewesen. Es ist einfach in den Phase-2-Studien, also in den vorgelagerten Studien untersucht worden, zum Teil untersucht worden und daraus haben dann die Companies dann letztendlich die Entscheidung getroffen, wie sie mit welcher Dosierung sie in die Zulassungsstudie gehen wollen. Aber in der Zulassungsstudie sind mal abgesehen von AstraZeneca eigentlich keine modifizierten Dosen mehr angewendet worden. Und bei AstraZeneca war das ja sozusagen, so wurde es jedenfalls deklariert, ein Unfall. Von den anderen noch Ergänzung dazu? Sind's? Nee. Dann kam eine Frage, die ich auch sehr spannend finde. Wie sollten denn Ärzte aus Ihrer Sicht mit überschüssigem Impfstoff verfahren, also der aufgebraucht werden muss, der ist schon irgendwie da, ist aufgetaut und jetzt waren wir irgendwie in einem Altenheim und haben aber nicht jeden verimpfen können. Was machen wir jetzt damit? Kann man das irgendwie auch an niederprioritär Menschen verimpfen, an Freunde, Familie, wird hier gar gefragt? Ja, kann man. Also es ist ganz klar die Aussage, dass Impfen immer besser ist als wegschmeißen. Es muss halt nur dann auch korrekt dokumentiert werden. Das wollen wir nicht ganz vergessen.
Impfen. Also ich, wo ich widersprechen muss, ist, wenn man sozusagen jetzt anfängt, schwarz zu impfen. Das soll man auf keinen Fall, sondern wir brauchen die Dokumentation auch über diese Impfung. Aber es ist völlig richtig, dass es keinen, es würde überhaupt keinen Sinn machen, jetzt sozusagen übrig gebliebene Impfdosen zu verwerfen. Ja, dann soll man halt Leute, andere Leute im Klinikum impfen, zum Beispiel, wenn es um die Kliniksimpfung geht, das ist ganz klar. Hat auch Herr Spahn übrigens ja explizit so gesagt und ich stimme dem zu. Ja, ich kann vielleicht aus Freiburg berichten, dass es genauso praktiziert wird. Hier werden 20% des Impfstoffs für Klinikumsmitarbeiter aller Häuser in der Umgebung eingesetzt und die sind ja relativ flexibel verfügbar und genau diese Restdosen werden so eingesetzt. Also es wird nichts verworfen. Sehr gut. Herr Krammer, Sie forschen ja in New York und auch die FDA hatte ja schon vor der STIKO eigentlich eine ähnlich lautende Empfehlung abgegeben, also gegen ein geändertes Impfschema. Jetzt hat aber der designierte US-Präsident Joe Biden doch gesagt, ja, keine Kapazitäten für die zweiten Impfdosen zurückhalten zu wollen, sondern der ersten Dosis Priorität einzuräumen. Wie schätzen Sie jetzt den politischen... Herr Mertens? Achso, das war nur so ein Fingerzeig. Wie schätzen Sie denn den Vorschuss? Entschuldigung, aber das haben wir aus der STIKO-Empfehlung ja auch schon gestrichen. Also diese Empfehlung zur Vorratshaltung ist nicht mehr in der neuen STIKO-Empfehlung drin, ganz bewusst nicht, weil wir gesagt haben, das geht uns eigentlich auch gar nichts an als STIKO, sondern das ist ja eine typische Frage der umsetzenden Länder. Und wenn die das organisieren können mit der zweiten Impfdosis, dann empfehlen wir keine Vorratshaltung mehr. Aber vielleicht zu der Situation in den USA, Herr Krammer. Wie schätzen Sie da denn die Situation ein? Kommt jetzt da politisch nochmal ein neuer Dreh rein oder geht das überein, FDA und Joe Biden? Ich glaube nicht, dass da Joe Biden sich über die FDA hinwegsetzen wird oder versuchen wird, die FDA zu beeinflussen. Jedenfalls hoffe ich das nicht. Aber ich finde es natürlich gut, wenn der Druck macht und schaut, dass Impfstoffdosen vorhanden sind. Ich glaube, es geht da eher darum, dass man anfängt, weitflächig zu impfen. Wir sehen das Problem momentan, dass in vielen Bundesstaaten nur 30% oder 40% der Impfstoffdosen, die eigentlich vorhanden sind, verimpft worden sind. Auch in New York zum Beispiel, wir hatten 470.000 Dosen und dann hat es ziemlich lang gedauert, bis wir mal 100 oder 120.000 davon verimpft haben. Ich glaube, es geht eher darum. Ich glaube nicht, dass der US-Präsident-elect da wirklich dafür argumentiert, dass man den Abstand zwischen den beiden Impfungen hinauszögern soll. Dann habe ich noch eine Frage, die mir häufiger, also das Argument ist mir einfach häufiger untergekommen in der Debatte, vielleicht an Herrn Hengel. Es könnte vielleicht sogar vorteilhaft sein für die Immunantwort, eine zweite Dosis nach hinten zu schieben. Also irgendwie, das deckt sich jetzt ja gar nicht mit dem, was wir bisher besprochen haben. Das steht auch, glaube ich, in der Gesellschaft für Immunologie Stellungnahme drin. Was weiß man darüber? Genau, die Immunologen haben darauf eigentlich in ihrer Argumentation sich wesentlich gestützt und haben auch Referenzen dafür in ihr Papier eingebaut, die kann man dort nachlesen. Und es gibt sicher Daten aus ganz unterschiedlicher Richtung, von Tierversuchen bis auch erste klinische Studien, wo man das so ablesen kann. Und man kann sicher immunologische Gründe dafür finden, dass die zum Beispiel die Affinitätsmaturation von Antikörpern unter diesen Bedingungen vielleicht etwas besser läuft. Das ist zweifellos richtig. Aber trotzdem glaube ich jetzt in der Gesamtsituation, in der wir uns jetzt gerade befinden, denke ich trotzdem, dass man eben nicht jetzt sich auf solche in dieser konkreten Situation spekulativen Argumente verlassen sollte. Ich würde da vielleicht auch noch gern was dazu sagen. Und der Herr Dr. Hengel hat da sicherlich recht. Ich glaube, da ist jetzt gerade im Chat auch eine Frage aufgetaucht über Kombination von Impfstoffen. Das ist zwar momentan vor allem unterschiedliche Plattformen. Das ist momentan noch nicht möglich, weil eben nur RNA-Impfstoffe zugelassen sind in der EU. Aber solche Dinge werden in Tiermodellen und in klinischen Studien ausprobiert, für HIV, für Influenza. Die geben oft gute Resultate. Aber bevor man sowas wirklich verwendet, braucht man eben für den spezifischen Impfstoff, für die spezifische Kombination Daten. Und wenn ich die Daten nicht habe, dann kann ich das in der Bevölkerung nicht einsetzen. Das mag aus immunologischer Sicht Sinn machen, absolut. Es mag sehr interessant sein und ich bin mir ziemlich sicher, dass da wahnsinnig viele akademische klinische Studien geben wird, die sich das anschauen, weil es sehr interessant ist und langfristig vielleicht Vorteile bringt. Aber ich glaube, wir sind jetzt in einer Pandemie, die Impfstoffe sind gerade zugelassen worden. Wir sollten das machen, für was die Impfstoffe zugelassen worden sind.
um da nochmal drauf einzugehen, das, wofür sie zugelassen worden sind, die Wirksamkeit von Moderna und BioNTech, ist das wirklich vergleichbar, wird nochmal im Chat mehrmals gefragt, denn Moderna schützt doch die über 65-Jährigen nur zu 86%. Ich habe es jetzt nicht nochmal nachvollzogen in der Phase 3, aber wer priorisiert denn eigentlich, wer welchen RNA-Impfstoff bekommt, weil die Daten sind ja doch etwas unterschiedlich, auch wenn sie die gleiche Wirksamkeit nach beiden Dosen haben. Können Sie das nochmal einschätzen? Also Herr Mertens vielleicht, Sie haben schon gestikuliert. Ja, wir haben uns das auch sehr genau angeguckt und wir sind genau letztlich wie die FDA auch der Ansicht, dass das eigentlich ein Studienproblem ist. Bei Moderna sind eben relativ wenig in der Altersgruppe drin und es sind vor allen Dingen relativ wenig Erkrankungsfälle gewesen und es sind auch gar keine, wir haben jedenfalls keine Informationen über den Verlauf der Erkrankung. Summa summarum haben wir ja in der Empfehlung explizit, in der jetzt neuen Empfehlung explizit, die beiden mRNA-Impfstoffe als von der Wirksamkeit und von der Sicherheit her gleichwertig eingestuft. Ich glaube, dass das auch so im Augenblick vernünftig ist. Und deswegen muss da keine... Dazu möchte ich doch zu den Wirksamkeiten sagen. Wenn ich immer sehe, dass die Leute da sich aufhängen an der Stelle hinterm Komma und so, das ist ja großartiger Schwachsinn. Das muss sich eigentlich jeder überlegen, wenn sich mal anschauen, auf wie viele Personen erkranken das letztendlich beruht. Ja, ist doch ganz klar, dass jetzt, wenn wir mal ein paar Millionen geimpft haben, werden sich diese Zahlen ganz sicher noch etwas ändern. Davon kann man mal ausgehen. Also ich bitte Sie, 95 und 94, irgendwas oder auch 92, irgendwas, das sind doch keine Unterschiede in diesem System. Das muss man doch mal ganz klar sagen. Ja. Also ich weiß nicht, ob die Kollegen da anderer Ansicht sind. Herr Hengel, noch was dazu? Nee, da stimme ich natürlich völlig zu. Am Ende muss man ja sagen, Impfstoffe müssen sich nicht in Zulassungsstudien bewähren, sondern auch im Feld. Also hinterher, in der Postmarketing-Situation. Da zeigt sich am Ende am genauesten, was sie leisten, was sie nicht leisten. Und von daher muss man wirklich noch Geduld haben. Und jeder, der mal systematische Reviews geschrieben oder jedenfalls nur analysiert hat bezüglich der Effektivitätsdaten von Impfstoffen und in Impfstudien Vergleiche angestellt hat, der weiß natürlich, dass auch dort eine erhebliche Varianz drin liegt. Von daher ist wirklich dieser Vergleich, der hier jetzt vielleicht angestrengt wird, eigentlich in der Weise, glaube ich, zu interpretieren, dass wir sehr froh sein dürfen, dass so ähnliche Zahlen von über 90% herausgekommen sind. Sonst hätten wir noch viel mehr aufgeregte Diskussionen in diese Richtung. Und das heißt, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wer kriegt genau welchen Impfstoff? Gibt es gar nicht zu entscheiden, weil es ist egal. So ist es. Okay. Nicht nur das, es ist auch logistisch gar nicht machbar. Es ist doch ganz klar so, dass solange wir in Impfzentren impfen, und durch mobile Impfteams, was sicherlich noch eine Weile dauern wird, dann haben diese mobilen Impfteams und die Impfzentren haben halt einen Impfstoff, ja, und der wird dann auch verimpft. Und das ist auch sinnvoll so. Und ich sehe überhaupt keinen vernünftigen Grund, uns noch zusätzlich gewaltige Probleme zu schaffen, wo keine sind. Dann knüpfe ich vielleicht genau daran an mit einer Frage, die ich auch noch hatte. In politischen Gefilden wird ja eben sehr, sehr viel Kritik an dem Fortschritt dieser Impfkampagne geäußert. Also manch einer stellt da irgendwie gemeinsame Impfstoffbeschaffung über die EU-Kommission in Frage. Andere kritisieren eben föderalistische Systeme hier. Mal aus wissenschaftlicher Perspektive von den dreien, wie beurteilen Sie denn den Fortschritt der Impfung in Deutschland und Europa? Herr Kramer, ich weiß nicht, wie sehr Sie da in den Daten drin sind oder eher in den US-amerikanischen, aber vielleicht erstmal Herr Mertens, Sie hatten gerade schon angesetzt, ist diese Kritik berechtigt? Also für mich nicht. Das läuft eigentlich genau so fast, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich habe ja vor Monaten schon mal mich geäußert und gesagt, 100.000 am Tag zu impfen wäre für Deutschland schon eine ziemliche Leistung. Und da hat man mir gesagt, ich wäre zu pessimistisch. Aber ich finde, dass im Augenblick bin ich eigentlich überhaupt nicht überrascht. Und vieles an der jetzt so lebhaft geäußerten Kritik ist aus meiner Perspektive einfach Unsinn. Das gilt vor allen Dingen für die Impfstoffbeschaffung. Natürlich ist es ein riesen politischer Erfolg gewesen, auch wenn ich im Internet bin ich dafür ja auch schon ordentlich gehauen worden. Aber es ist natürlich ganz klar, dass es ein wahnsinniger politischer Erfolg war, dass das so rasch geklappt hat, in der EU zumindest keine Konkurrenz, um Impfstoffe aufzukommen. Außerdem müssen wir mal sagen, noch mit unseren offenen Grenzen müssen wir ja sozusagen diesen Kampf
in der EU für mindestens, wenn nicht gar weltweit und nicht sozusagen in Deutschland und gegenüber Holland und Belgien und alles, was um uns herum sind. Also es ist sehr sinnvoll. Und die Bestellung der Impfstoffe, um das auch gleich zu sagen, ich meine, aus der jetzigen Perspektive und mit dem jetzigen Wissen, das zu beurteilen, was da im Spätherbst oder im Herbst geschehen ist, an Vorverträgen oder im Sommer auch, das ist ja völlig unsinnig. Kein Mensch wusste, welcher Impfstoff das Rennen machen würde. Niemand wusste was über die tatsächliche Wirksamkeit der Impfstoffe. Insofern war sowohl diese Bestellung und auch diese Risiko, das Risikosplitting auf verschiedene Impfstoffkonzepte und auch Hersteller absolut sinnvoll. Also ich verstehe das alles nicht. Ich habe da also, meine persönliche Meinung ist, dass da auch schon viel Vorwahlkampf betrieben wird. Herr Hengel, sehen Sie das ähnlich? Ich sehe das genauso. Eigentlich müssen wir doch sagen, wir haben doch unwahrscheinlich viel Glück, dass wir gerade mit den mRNA-Impfstoffen jetzt solche Effizienzen erzielen können, wie sie jedenfalls bisher sich abzeichnen. Das konnte man vor einem halben Jahr wirklich nicht so voraussehen. Und von daher denke ich, wir sind in einer Situation, die eigentlich viel besser ist, als wir ursprünglich angenommen haben oder annehmen durften. Und wenn man die konventionellen Impfstoffverfahren betrachtet, die jetzt ja weniger effizient sind und Probleme haben, dann kann man doch nur sagen, wir sind in einer unerwartet günstigen Situation. Herr Kramer, Sie sind ja eher so in Amerika unterwegs, aber haben Sie da auch einen Blick auf die europäische und deutsche Situation? Naja, generell ein Blick auf die Situation, wie der Impfstoff verwendet wird. Ich glaube, man muss jetzt, wir sind in einer Pandemie, es gibt einen Impfstoff. Ich glaube, man sollte versuchen, den so schnell wie möglich zu verimpfen. Ich glaube, man sollte jetzt auch nicht unbedingt Samstag und Sonntag aufhören damit. Das wird in einigen Ländern gemacht. Ich glaube, man muss das jetzt machen und man muss die Situation ins Auge fassen und das wirklich durchsetzen und schauen, dass man so viele Leute wie möglich impft. Man kann sich da Länder wie Israel anschauen, die vielleicht in einer anderen Situation sind, vielleicht auch mehr Impfstoff haben, aber die das sehr effizient gemacht haben. Und ich sage nicht, dass jetzt bestimmte Länder einen schlechten Job machen, aber ich glaube, man sollte schon schauen, dass man so viele Leute wie möglich in einem sehr, sehr geringen Zeitraum impft. Hier kommen nochmal Nachfragen. Herr Kramer, vielleicht können Sie ein bisschen knackiger als die erste Ausführung am Anfang das nochmal erklären. Besteht die Gefahr, dass die britische Impfstrategie den Selektionsdruck erhöht und letztlich die Wirkung der Impfstoffe weltweit zerstört? Ich glaube, wir haben am Anfang so ein bisschen Chaos hier gehabt mit Herrn Mertens, deswegen stelle ich sie einfach nochmal. Man kann das nachher auch nochmal im Transkript nachlesen, aber damit sie jetzt einmal akut beantwortet wird vielleicht. Es besteht ein theoretisches Risiko, dass wenn man eine niedrige neutralisierende Antikörperantwort induziert in jemanden, der dann asymptomatisch infiziert wird, dass diese Antikörperantwort Varianten selektiert, das sind ja RNA-Viren, die mutieren, Varianten selektiert, die dann gegen die Impfung, gegen diese neutralisierenden Antikörper resistenter sind. Und wenn man so niedrige Antikörperantworten hat, wie eben nach der ersten Impfung, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, höher, wenn die Antikörperantworten wirklich hoch und solide sind. Also wie der Herr Dr. Mertens gesagt hat, 10, 20 Mal höher nach der zweiten Impfung, ist das Risiko geringer. Und wir haben jetzt einen Zeitraum, und das sind 3 bis 4 Wochen, wo eben ein bestimmtes Risiko besteht, dass es in einer Person zu einer solchen Selektion kommt und dass das Virus dann weiter übertragen wird. Und wenn man jetzt von 3 Wochen auf 12 Wochen geht, dann erhöht man das Risiko. Und ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Die Frage ist, wie hoch ist das Risiko? Und das kann ich nicht abschätzen. Das kann sein, dass das Risiko sehr, sehr, sehr klein ist. Und wenn das Risiko sehr, sehr, sehr klein ist und man das vierfach erhöht, kann das sein, dass das überhaupt kein Problem ist. Kann aber auch sein, dass das Risiko ein bisschen höher ist. Und wenn man das dann vierfach erhöht, kommt es möglicherweise dazu. Und vor allem, wenn wir jetzt von Ländern sprechen wie Großbritannien, wo wahnsinnig viel Virus in der Population unterwegs ist. Wenn wenig Virus in der Population zirkuliert, geht die Wahrscheinlichkeit gegen Null, weil da ist einfach wenig Replikation da. Und meiner Meinung nach wird es helfen, wenn man eben diese Intervalle zwischen den Impfungen so kurz wie möglich hält. Und das ist eben bei Pfizer 3 Wochen und bei Moderna 4 Wochen. Meiner Meinung nach wäre es sinnvoll, das zu machen, wenn wir eine Variante kriegen,
die gegen den Impfstoff resistent ist, dann ist die Variante wahrscheinlich auch gegen viele der anderen Impfstoffe, die jetzt kommen, resistent. Und die Variante wird sich nicht nur auf ein Land beschränken, die wird sich ausbreiten. Und das ist natürlich eine globale Gefahr und meiner Meinung nach sollte man das Risiko einfach minimieren. Kann man denn schon was sagen in Bezug auf die Varianten, die zirkulieren? Jetzt haben wir ja schon ein paar, die zumindest Sorge erregen unter den Wissenschaftlern. Da ist ja noch nichts geklärt. Aber inwiefern kann man da schon ablesen, ob die Impfstoffe noch wirksam sind und wie schnell könnte man die RNA-Impfstoffe anpassen? Die Frage kam jetzt auch schon ein paar Mal, aber vielleicht können wir das ganz kurz nochmal eben. Herr Hengel, können Sie das vielleicht sagen? Ich würde Sie gerne nochmal mit reinnehmen. Also ich will vielleicht auch nochmal, das sind natürlich jetzt spekulative Argumente, die ich jetzt hier seitwärts sozusagen doch ins Feld führe oder in die Diskussion bringe, aber vielleicht trotzdem etwas, was uns eben nachdenklich machen sollte, wenn man sich zum Beispiel die Situation bei Mumps oder auch schon bei Masern betrachtet, muss man da sagen, dass wir durch eine letztlich nicht besonders stringente populationsbasierte Impfpolitik schon Virusvarianten und Genotypen offenbar selektieren, die nicht optimal mehr neutralisierbar sind. Und gerade bei Mumps führt das durchaus zu Problemen und Ausbrüchen. Und von daher denke ich, das sind zwar natürlich jetzt, wie gesagt, Seitwärtsargumente, aber wir sollten jetzt in der pandemischen Situation, wo wir jetzt auch erst die sozusagen Mutationsfreudigkeit und Fähigkeit dieses Virus langsam kennenlernen, sollten wir uns da wirklich möglichst stringent verhalten. Die Anpassung, ich glaube, das ist ein großer Vorteil natürlich der mRNA-Impfstoffe, dass man die relativ schnell anpassen kann und auch die regulatorischen Bestimmungen, die es ja inzwischen gibt, erlauben, dass man das sehr schnell umsetzt. Und von daher glaube ich, dass wir dieses Wettrennen vielleicht gerade auch mit Hilfe dieser Impfstoffe gegen das Virus gut bestreiten und hoffentlich gewinnen können. Es wird nochmal nachgefragt zur Studienlage. Erstens, welche Studien bräuchte man jetzt eigentlich, um zu zeigen, dass eine Impfung auch eine Infektion verhindert, also auch die Transmission verhindert? Darauf zielt, glaube ich, so ein bisschen die Frage hinab und eben ein Geimpfter das Virus auch nicht weitergeben kann. Und zweitens, in welcher Form laufen denn hierzulande begleitende Phase 4 Studien zu den Impfstoffen? Ich weiß, es sind zwei verschiedene Punkte, aber ich wollte die mal hier zusammenfassen. Also, welche Studien brauchen wir, um Transmissionsverhinderung durch Impfstoffe und welche Phase 4 laufen? Herr Kammer, vielleicht bei der ersten? Ja, also was jetzt die asymptomatischen Infektionen und vielleicht die Übertragungen betrifft, also man kann da schon mal bei den Phase 3 Studien anfangen. Die sind ja nicht vollkommen ausgewertet. Es werden, wenn man da eben zu den Zeitpunkten, wo man geimpft wird oder Follow-up-Zeitpunkten reinkommt, wird ja geschaut, ob man sich infiziert oder nicht. Also diese Datenpunkte sind teilweise schon, ob man infiziert ist oder nicht, asymptomatisch. Diese Datenpunkte sind teilweise schon da. Moderna hatte einen dieser Datenpunkte im Zulassungspaket für die FDA. Was man natürlich auch machen kann, diese RNA-Impfstoffe basieren auf dem Spike-Protein, also dem Oberflächenprotein. Wenn wir uns natürlicherweise mit dem Virus infizieren, machen wir auch Antikörper gegen das Nukleoprotein. Das ist in der Impfung nicht enthalten. Und jetzt kann man natürlich von diesen Phase 3 Studien sich die Seren anschauen und schauen, wer ist serokonvertiert zum Nukleoprotein. Und das wird natürlich, bringt natürlich auch Probleme mit sich, weil nicht jeder vielleicht serokonvertiert, der eine asymptomatische Infektion hatte. Aber das wird natürlich die Datenlage schon um einiges verbessern. Und man kann sich dann natürlich auch anschauen, in Studien, die man jetzt eigentlich beginnen sollte, wenn man asymptomatische Träger identifiziert, die eine Impfung gehabt haben, wie schauen die CD-Werte aus, wie viel Virus wird da wirklich abgegeben und man kann da auch Case-Studies machen und schauen, ob es da wirklich zu Übertragungen kommt. Also da gibt es jetzt wahnsinnig viele Möglichkeiten, aber wir könnten mal mit dem Material anfangen, das schon da ist und ich hoffe doch, dass Pfizer und Moderna diese Seren analysieren und diese Daten sehr schnell zur Verfügung stellen. Also das wäre jetzt wichtig, dass man das schnell macht. Mhm. Herr Mertens, Sie hatten noch aufgezeigt, glaube ich. Hatten Sie noch einen Punkt? Das Letzte ist sehr wichtig, nämlich dass man nachschaut, wie viel Virus die ausscheiden.
denn mit der differenzierten Antikörperdiagnostik sozusagen zur Unterscheidung von Impfantikörpern versus Wildvirus, also Infektionsantikörpern, kriegen wir natürlich überhaupt keine Aussage über die Menge des ausgeschiedenen Virus. Und das ist ja die zweite sehr wichtige Frage. Ich will an der Stelle mal eins sagen, weil ich glaube, dass das nicht so verbreitet ist, das Wissen. Die meisten Impfstoffe, die wir haben, verhindern nicht hundertprozentig die Infektion. Das muss man wirklich mal sagen. Das ist ja auch in früheren Jahren fast nie nachgeschaut worden, nicht oder wenig. Ich weiß zum Beispiel, bei den Röteln hat man sehr genau nachgeguckt, sage ich immer, sowohl auf der Antikörperseite durch die Anstiegsmessung als auch bei den Rekruten durch Abstreich. Also alle Impfstoffe, die wir oder viele Impfstoffe, die wir haben, verhindern nicht eine Infektion. Die Frage ist eben nur entscheidend, ist das dann, was an Virus ausgeschieden wird, noch epidemiologisch relevant? Das ist eigentlich die zentrale Frage. Mhm. Die zweite Frage, die ich hatte, war ja, laufen Phase 4 Studien zu den Impfstoffen? Herr Hengel, haben Sie da vielleicht eine Übersicht? Ist Ihr Klinikum zufällig beteiligt? Weiß ich nicht. Nee, also soweit ich das beurteilen kann, nicht. Ich weiß es aber nicht. Ich habe da sicher keine systematische Übersicht. Also von daher muss ich ein bisschen passen. Aber ich hoffe, dass auch die Regulatoren natürlich da den Firmen entsprechende Hausaufgaben geben. Ich habe eine Frage zur Kommunikation über Impfstoffe. Das finde ich eine ganz spannende, denn jetzt über diese Diskussion, zu der wir ja eigentlich hier zusammengekommen sind, also erste und zweite eben verzögern der Dosen, wird ja sehr, sehr viel kommuniziert einfach gerade auf allen Kanälen. Ist denn eigentlich, haben Sie den Eindruck, es ist genügend kommuniziert worden über Risiken und Grenzen der Impfstoffe und hat die Politik da genug kommuniziert, weiß die Bevölkerung genug darüber und wie wirken sich jetzt solche Diskussionen, die ja schon sehr öffentlich geführt werden, über können wir das nicht so und so machen oder diese Idee, wie wirkt sich das eben aus auf die Bevölkerung? Haben Sie da eine Einschätzung zu, wie die Kommunikation derzeit läuft? Herr Mertens vielleicht. Ja. Also das ist sehr schwer für mich und wahrscheinlich für die anderen drei auch wirklich einzuschätzen, muss man fairerweise sagen. Ich persönlich habe das Gefühl, dass ich täglich Dinge gefragt werde, die ich schon 25 Mal beantwortet habe. Und das sagt aber eben nichts aus darüber, wie sehr die Information wirklich verbreitet ist. Und ich glaube tatsächlich, dass wir noch mehr Kommunikation brauchen. Ich habe im Vorfeld der Zulassung erlebt, dass es sehr große Diskussionen gab, auch Bund-Länder-Kommission unter Einschluss der BZGA, eine Informationskampagne zu starten. Aber ich finde, da müsste tatsächlich noch etwas mehr geschehen. Denn wir müssen ja immer auch sozusagen antreten gegen die vielen Falschinformationen, die es sehr leicht zu beschaffen gibt. Und Sie wissen, die Falschinformationen sind häufig spannender als die langweiligen guten Informationen. Und insofern müssen wir daran, da muss sich ja noch was getan werden, ganz klar. Herr Hengel? Ja, ich möchte noch mal daran erinnern, 2009 Schweinegrippe, da haben wir als eine der wichtigsten Lektionen sicher gelernt, dass man genau diese Risikokommunikation offensiv pflegen muss und dass man der Öffentlichkeit sagen muss, was man nicht weiß. Peter Sandman zum Beispiel war einer der Pioniere dieser Erkenntnis und das hat sich dann auch in Deutschland durchaus in der wissenschaftlichen Community verbreitet, aber wird vielleicht jetzt nicht immer ausreichend kommuniziert. Ich halte es für sehr wichtig, dass wir das tatsächlich offensiv tun und auch um dem Eindruck entgegenzuwirken, die Politik könnte sozusagen die Entscheidung hier von oben irgendwie beeinflussen und präjudizieren und das sei sozusagen alles nicht wissenschaftlich basiert. Das leistet ja allem Verschwörungsdenken Vorschub. Und von daher denke ich, wir müssen genau das, also die Risikokommunikation tatsächlich aktiv betreiben, auch um die Ambiguitätstoleranz in der Bevölkerung zu schulen. Das ist zwar ein kompliziertes Wort, aber ich glaube, das muss man in der Situation ja jetzt auch lernen. Man muss Ungewissheiten, auch wissenschaftliche Ungewissheiten aushalten. Herr Kramer, haben Sie noch eine Einschätzung so aus dem anderen Umfeld? Ich gebe dem Herrn Dr. Mertens und dem Herrn Dr. Hengel da recht. Was ich finde, ist, dass es schon interessant ist, dass solche Dinge jetzt in der Öffentlichkeit diskutiert werden und dass sich viele Leute in dem Bereich auch wirklich bilden, die eigentlich keine Ahnung von Viren oder von Impfstoffen haben. Und es gibt
durchaus hochqualitative Information, auf die man Zugriff hat. Vielleicht sollte man das natürlich mit Kampagnen etwas zugänglicher machen. Aber grundsätzlich finde ich es gut, dass man jetzt in sozialen Medien mit Leuten darüber diskutieren kann, mit normalen Leuten von der Straße, ob man eine zweite Impfung rauszögern soll oder nicht. Also ich finde, da ist viel Interesse da und mit dem Interesse auch Neugierde. Und ich glaube, das ist im Grunde sehr gut. Wir haben schon 13 Uhr, irgendwie ist die Zeit schon wieder flöten gegangen hier, muss ich sagen. Und wir haben immer noch ganz viele unbeantwortete Fragen im Chat. Es tut mir total leid. Wir begrenzen das aber hier auf eine Stunde. Ich würde Sie drei nur gerne nochmal bitten, ein kurzes Abschlussstatement. Das habe ich jetzt vorher nicht angekündigt, wegen des kleinen Chaos hier. Ein kurzes Abschlussstatement zu geben. Also einfach nur Ihre Sicht auf die Dinge, eben Covid-19-Impfung, meinetwegen Kommunikation nochmal darüber oder welche Daten wir haben und brauchen. Herr Hengel, würden Sie vielleicht anfangen? Also ich denke, das war ja auch in den letzten Tagen in der Diskussion, dass wir auf jeden Fall eine molekulare Surveillance in Deutschland brauchen, um die Mutantensituation bei uns wirklich flächendeckend und zeitnah erfassen zu können, um zu wissen, ob es sich mit den Mutanten Probleme ergeben oder nicht, damit man nämlich genau auch Richtung Impfen und Impfstoff sozusagen sich dort dann gegebenenfalls adjustieren kann und die Impfstoffe nachbessern kann. Das halte ich für besonders wichtig. Mhm. Herr Mertens, einmal die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Ich glaube, dass wir alle ein wenig Geduld brauchen auch und dass wir uns darauf einstellen müssen, dass die Dinge sich einspielen werden. Ich würde es für wichtig halten, dass wir gute Diskussionen führen. Ich würde aber manche unsinnige Diskussionen auch nach Möglichkeit weglassen. Ich weiß, dass das nicht so einfach ist, aber man muss nicht jeden Mist wirklich lange diskutieren. Das ist etwas, was ich auch mal ganz klar sagen möchte bei der Gelegenheit. Vielen Dank und Herr Kramer gerne. Ein ganz einfaches Abschlussstatement. Wenn Sie können, lassen Sie sich impfen. Vielen Dank. Vielleicht für die Journalisten da draußen, dieses Meeting wird natürlich hier aufgezeichnet und als Transkript zur Verfügung gestellt. Das Video gibt's auf unserer Website schon ungefähr in einer Stunde. Das geht relativ schnell und das Transkript versuchen wir so schnell wie möglich, wahrscheinlich heute Abend noch, vielleicht aber morgen früh. Das ist die Info für da draußen nochmal. Ich danke Ihnen dreien. Es waren wirklich super viele Fragen. Vielleicht komme ich auf den einen oder anderen nochmal persönlich zurück. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, auch zu Ihrer Uhrzeit in New York. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und hoffen wir, dass das gut weitergeht hier. Tschüss. Dankeschön.